Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich heute mit euch einmal nicht adressierbare LEDs an Home Assistant anbinden. Ich denke, jeder kennt hier diese 0815 Controller, die gibt es ja für, weiß ich nicht, 6, 7 Euro bei Amazon. Da ist dann hier so eine Fernbedienung bei, alles Infrarot. Und da könnt ihr dann hier diese Standard-LED-Stripes dran anschließen. Die haben dann für jede Farbe, also für Rot, für Grün und für Blau, einen eigenen Anschluss plus die 12-Volt-Leitung. So, das Problem ist, die Controller sind unheimlich blöde an Home Assistant anzubinden. Infrarot, klar, könnte man über OpenMQTT-Gateway oder ähnliches realisieren, ist aber, naja, ich sag mal, vielleicht nicht ganz zuverlässig, auf jeden Fall ist es nicht bequem. RGB-Controller haben wir auf diesem Kanal ja schon einige gebaut. Wie man 12-Volt-LEDs schaltet, haben wir mit der Treppenbeleuchtung ja schon ausführlich geübt und eigentlich fehlte dann jetzt hier ja nur noch die Komponente WLAN, um das Ganze bequem an Home Assistant anzubinden. Also habe ich jetzt nochmal einen Controller entworfen, der auf ein ESP setzt. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Die Platine kommt wie immer von PCBWay. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Und wir schauen direkt mal, wie die Platine aussieht. Wie immer gut verpackt. Die Platinen auch nochmal eingeschweißt, nochmal mit Luftpolsterfolie. Ich packe das Ganze mal eben schnell aus. Ja, so sieht die Platine jetzt aus. Als Controller nutzen wir hier eine Node-MCU. Hier oben haben wir die drei MOSFETs. Also ich nutze wirklich die gleiche Ansteuerung der einzelnen Farbkanäle wie auch bei der Treppensteuerung. Heißt, da gehe ich jetzt nicht mehr groß drauf ein am Gate, Diode und Widerstand. Und ja, die MOSFETs, die regeln dann den 12-Volt-Strom auf den einzelnen Farbkanälen der LED-Stripe. Ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Heißt, wir versorgen das Ganze auch mit 12 Volt, damit die Node-MCU nicht so viel zu tun hat. Regeln wir den Zuflussstrom für die Node-MCU noch über einen LM7805. Der regelt den ganzen Strom dann von den 12 Volt für die Node runter auf 5 Volt. Ja, und viel mehr passiert hier drauf eigentlich gar nicht. Die Node-MCU flashen wir nachher mit ESP Home. Ihr braucht also keine zusätzliche Software, könnt das Ganze also direkt über Home Assistant flashen, was ich persönlich inzwischen sehr, sehr angenehm an Home Assistant finde. Ja, dann haben wir hier noch die Rückseite der Platine. Wie schon erwähnt, die Platinen kommen von PCBWay. Wie immer super Qualität, vorverzinnte Kontakte, was das Arbeiten mit den Platinen extrem angenehm macht. Also ich möchte nicht mehr ohne. Ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr groß rum. Wir fangen direkt an, die Platine zu verlöten. Bevor ich aber mit dem Löten anfange, noch ein Punkt in eigener Sache und zwar, wenn ihr noch was bei Amazon oder eBay bestellen möchtet, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr dazu einen meiner Partnerlinks unten aus der Videobeschreibung benutzen würdet. Heißt, ihr geht nach Amazon über einen meiner Links, macht danach ganz normal eure Bestellung. Ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche, aber ich würde eine kleine Provision von Amazon dafür bekommen. Würde mich auf jeden Fall riesig unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr schon mal runterscrollt, klickt direkt auf ein Like und auf den Abo-Button. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, nehmt da auch noch die Glocke mit. Dafür auch nochmal riesengroßes Dankeschön. Und ich quatsche jetzt auch gar nicht mehr lange rum. Wir legen jetzt los mit dem RGB-Controller. Hier habe ich jetzt schon mal alle benötigten Bauteile zusammengelegt. Natürlich die Platine. Dann haben wir hier die Node-MCU. Wir benötigen drei 10K-Widerstände. Hier habe ich noch eine Schraubklemme, um die 12-Volt-Leitung anzuschließen. Ihr könnt die natürlich auch verlöten. Ich finde so eine Schraubklemme immer etwas eleganter. Hier haben wir die IALZ34N. Daneben sieht fast gleich aus, ist ein L7805CV, um nachher aus 12 Volt die 5 Volt für die Node-MCU zu machen. Darüber liegen die Dioden, und zwar die 1N4007. Hier haben wir noch ein paar Buchsenleisten und Header-Pins. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Und ich würde sagen, dann beginnen wir auch direkt die Platine zu bestücken. Für alle, die das Projekt ohne die Platine nachbauen möchten, blende ich hier mal eben kurz den Schaltplan noch ein. Ich glaube, zum Schaltplan muss ich nicht mehr viel sagen. Ganz kurz zusammengefasst, wir schalten von der Node-MCU über ein PWM-Signal die MOSFETs und so haben wir die Möglichkeit, von der Node-MCU jede Farbe einzeln an der LED-Stripe heller oder dunkler zu regeln. Und somit haben wir ebenfalls die Möglichkeit, später aus Home Assistant die LEDs in jeder Farbe leuchten zu lassen.
Das nur nochmal eben ganz kurz als Zusammenfassung. Wer jetzt mehr über diese MOSFET-Schaltung erfahren möchte, weil er das noch nicht kennt, schaut mal oben in die Infobox, da habe ich ein Video dazu verlinkt, zu meinem ersten RGB-Controller, da erkläre ich diese Schaltung etwas ausführlicher. Wir legen jetzt los mit dem Bestücken der Platine. So, und dann fangen wir mal an mit den Dioden. Nehmen immer erst die flachen Teile und später die, die etwas weiter rausragen. Dann kommt man wenigstens an alles noch ganz gut dran. Die Dioden biegen wir ein bisschen krumm und stecken sie dann in die dafür vorgesehenen Löcher. Auf der Platine ist ein Pfeil, in welche Richtung die Dioden montiert werden müssen, also das normale Schaltsymbol der Dioden. Für alle, die nicht wissen, wie dieses Schaltsymbol zu lesen ist, die Dioden haben immer eine Seite markiert mit so einem silbernen Ring. Also in dem Fall ist er silbern, vielleicht ist er auch manchmal weiß. Auf jeden Fall, die markierte Seite kommt immer an die Spitze von dem Diodenzeichen, also dahin, wo quasi der Pfeil des Diodensymbols zeigt. So, Nummer 3. Die Beinchen biege ich hier unten immer jetzt ein bisschen auseinander. So können die Bauteile nicht mehr aus den Löchern rausrutschen und ich kann später alles in Ruhe verlöten, auch wenn die Platine auf dem Kopf steht. Also machen wir direkt weiter mit den nächsten Bauteilen. Das wären jetzt mal die 10K Widerstände. Davon nehme ich mir jetzt mal 3 Stück. Und damit machen wir wieder das Gleiche. Wir biegen sie ein bisschen krumm, so zu einer U-Form und stecken sie jetzt einfach an die dafür vorgesehenen Plätze. Die sind ja auch mit 10K markiert. Auch die biegen wir wieder ein bisschen auseinander. Dann nehmen wir uns jetzt als nächstes den L7805, platzieren ihn und biegen auch davon die Beinchen wieder ein bisschen auseinander. Hier reicht das linke und das rechte, das mittlere kann gerade bleiben, so kommt er hier schon nicht mehr raus. Für alle, die nicht wissen, wie der zu montieren ist, also wie rum. Wenn ihr so rum auf das Bauteil drauf guckt, dann ist das linke Beinchen die 1 und die 1, also der erste Pin, ist immer mit einem quadratischen Lötpad anstatt mit einem runden Lötpad auf der Platine markiert. Und so könnt ihr eigentlich immer ganz gut erkennen, wie rum das Bauteil jetzt auf die Platine gehört. So, und da ich jetzt gerade schon MOSFET in der Hand habe, machen wir damit auch direkt weiter. So, und das sind jetzt alle Bauteile, die wir auf der Unterseite verklemmen können, dadurch, dass wir die Beinchen verbiegen. Alle anderen müssen wir nachher fixieren mit dem zweiten Arm. Also würde ich sagen, wir drehen das Ganze jetzt mal um und löten die Teile erstmal fest. Wie immer beim Löten, haltet nicht zu lange auf die Teile. Sorgt lieber dafür, dass euer Lötkolben entsprechend etwas heißer eingestellt ist, so dass das Lötzinn auf jeden Fall sofort schmilzt. So können eure Bauteile nicht erhitzen und ihr müsst nachher nicht irgendwelche defekten Bauteile von der Platine nochmal austauschen. So, ich knipse mir eben kurz die fertig verlöten Beinchen ab, dass ich hier an den Rest besser drankomme. So, und jetzt verlöten wir noch schnell die letzten zwei MOSFETs. Jetzt können wir auch hier die Beinchen abknipsen. So, und damit sind die wichtigsten Bauteile eigentlich schon auf der Platine. Kommen wir also jetzt zu unseren Buchsenleisten, damit wir später auch die NodeMCU auf die Platine aufstecken können. Hier gilt natürlich auch wie immer, ihr könnt die NodeMCU fest verlöten. Ich rate davon ab, denn wenn ihr das Projekt mal einstampft oder ihr nochmal irgendwie an die Node dran möchtet, ist es unheimlich lästig bis nahezu unmöglich mit einem normalen Lötkolben, die nochmal hier rauszukriegen. So, wir nehmen jetzt unsere Buchsenleisten, einen Seitenschneider und die NodeMCU, stecken jetzt hier die Buchsenleisten einfach mal auf die NodeMCU unten lose drauf, muss gar nicht fest sein. Geht nur drum, ich habe keine Lust die Pins zu zählen, so sehen wir brauchen bis zu diesem Pin. Heißt, ich gehe einen Pin weiter und schneide auf diesem Pin durch. Denn wenn ich versuche die Wand durchzuschneiden, fällt mir der letzte Pin mit raus. Also immer einen Pin opfern, zack, und die erste Buchsenleiste ist vorbereitet. Das gleiche machen wir jetzt einfach nochmal, bis zu dem brauchen wir. Wir gehen einen Pin weiter, zack, und fertig. So, dann kann man hier die Kanten noch ein bisschen wieder gerade knipsen. Nur seid vorsichtig, nicht zu viel, dass euch nicht das letzte Beinchen doch rausfällt. So, nachdem wir die Buchsenleisten zugeschnitten haben, können wir diese jetzt montieren. Ich gehe dazu immer her, stecke die Buchsenleisten auf die NodeMCU unten drauf.
Das hat den Vorteil, so sind sie direkt ausgerichtet in der Position, wie wir sie nachher brauchen. Und dann stecken wir sie so auf die Platine. Wie rum die Node hier drauf gehört, ist ja auch markiert. Die Antenne seht ihr auf der Node MCU und die ist auch auf der Platine eingezeichnet. Ansonsten sind die einzelnen Pins der Node MCU auch nochmal auf der Platine beschriftet. Also Node MCU drauf, wir drehen um und verlöten das Ganze. Kommen wir jetzt erstmal zu den Header-Pins hier. Die haben wir einmal hier unten, einmal noch hier oben 6 Stück. Die verlöte ich jetzt auch mal eben. Dazu müssen wir sie natürlich erst zuschneiden, also 3x2. Einmal 4. Und einmal 7, das passt ja zufälligerweise perfekt. Die Node MCU können wir jetzt erstmal entfernen, damit nichts drankommt und sie nicht im Weg ist. Fangen wir mit der 7er Leiste hier unten an. Machen direkt weiter mit der 4er Leiste daneben. Jetzt haben wir noch hier oben die 6. So, die Header-Pins haben wir auch. Kommen wir jetzt noch zum 12-Volt-Eingang. Das ist hier unsere Schraubbuchse. Natürlich mit den Anschlussklemmen nach außen. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier dieser vierpolige Anschluss für unsere LED-Stripes. So, und da die LEDs ja meistens mit so einem Stecker ausgeliefert werden, habe ich gedacht, macht es ja auch Sinn, diesen Stecker kompatibel zu halten, dass ich direkt die fertige LED-Stripe auch anschließen kann. Also habe ich mir hier noch so eine kleinere Buchsenleiste geholt, denn die Steckverbinder von den LEDs, die sind ein Tick dünner als unsere normalen Pinheader. Aber hier, das sind diese Verbindungsstücke, die dann hier auf die LED-Stecker draufgesteckt werden. Und damit könnten wir dann an die Platine gehen. Davon nehme ich mir jetzt auf jeden Fall 4 Stück. Und die löten wir jetzt auch noch auf die Platine. Und damit ist die Platine fertig. Und somit können wir jetzt mit der Platine eigentlich loslegen. Was jetzt noch fehlt, ist die Software auf der Node MCU. Also gehen wir jetzt mal kurz mit der Node ins Büro und versorgen das System mit der eigentlichen Logik und ich zeige euch, wie die Platine in Action funktioniert. Ja, im Büro angekommen seht ihr jetzt mein Home Assistant. Hier habe ich auch wieder einen Reiter vorbereitet, den wir jetzt mit Leben füllen wollen und zwar mit unserer Einstellkarte für unsere RGB-LEDs. Wie schon erwähnt, wir nutzen dafür ESP Home. Ich habe da auch schon mal ein Programm für vorbereitet und zwar RGB YouTube habe ich es mal genannt. Wir gehen auf Edit und schauen uns das einmal näher an. Es ist ein ESP Home, der Name RGB-YouTube, wie immer Name klein und keine Sonderzeichen. Einziges Sonderzeichen, was akzeptiert wird, ist der Unterstrich. Die Plattform ist, da es sich um eine Node-MCU handelt, ein ESP8266 und der Boardtyp ist Node-MCU V2. Dann kommen wie immer die WLAN-Zugangsdaten, danach die Standardeinstellungen, die der Wizard E mitbringt. Und hier kommen wir jetzt zu dem Einstellbereich für unsere LEDs. Und zwar nutzen wir die Plattform RGB. Und bevor ich hier jetzt drauf eingehe, schauen wir mal eben kurz in die Dokumentation. Und zwar in den Bereich ESP Home RGB Light. Das ist also die Komponente von ESP Home, die ich jetzt hier verwende. Hier sehen wir auch schon, wir können das Ganze danach als normale Lichtkarte in Home Assistant einbinden, ganz normal mit dieser Farbwahl, mit dem Helligkeitsregler und auch Effekten, wenn wir möchten. Ja, und hier sehen wir schon das Beispiel, was ich auch nahezu 1:1 übernommen habe. Es geht um die Plattform RGB, wir geben dem Ganzen einen Namen. Und dann müssen wir hier 3 Kanäle definieren, natürlich Rot, Grün und Blau, das sind ja die 3 Kanäle, die die LED-Stripe mitbringt. Und jetzt geben wir aber hier nicht den Pin an, sondern eine Output-Component. Und die definieren wir dann im Anschluss, und zwar als Output. Hier geben wir dann als Plattform ESP8266 PWM an, also wir lenken quasi den Kanal Rot, Grün und Blau auf eine neue Komponente um und in der Komponente, da geben wir dann den Pin an, an dem dieses PWM-Signal geschaltet werden soll. Dieses Vorgehen ist zum Beispiel sinnvoll, wenn wir unterschiedliche Helligkeitsstufen für die einzelnen Farben brauchen, denn wir haben hier die Möglichkeit zum Beispiel mit Max Power Doppelpunkt 80% zu sagen,
Grün soll nur 80% hell werden, Rot soll dafür 100% Helligkeit kriegen und Blau meinetwegen nur noch 70%. Das ist nämlich manchmal je nach LED-Stripe, dass die einzelnen Farben unterschiedlich hell im Maximum sind und so könnt ihr das Ganze für die einzelnen Farben ein bisschen reduzieren bzw. regulieren, dass ihr auf jeden Fall eine gleichmäßige Helligkeit am Ende erzielen könnt. Dann seht ihr hier noch, man kann optional noch Effekte hinzufügen, also eine Liste von Lichteffekten. Da habe ich jetzt in diesem Video mal drauf verzichtet, wir können aber mal kurz in die Dokumentation schauen. Und zwar müsstet ihr dann unter dem Punkt Light diesen Block Effects noch einfügen und zum Beispiel Random als einfachen Zufallswert oder eben hier gibt es noch diverse Übergänge oder so. Wen das interessiert, der kann hier ja gerne mal reinschauen. Auf die Effekte gehe ich in einem späteren Video auf jeden Fall nochmal ein, wenn ich meine Nanoleafs vorstelle. Das dauert leider noch ein bisschen mit dem Schnitt, kommt aber auf jeden Fall auch noch. Also wechseln wir wieder zurück in unser Programm. Ja, und dann seht ihr hier, wie gerade schon erklärt, wir haben die Plattform RGB, wir haben ihm einen Namen gegeben, definieren hier unsere drei Farbkanäle, Rot, Grün und Blau. So, und der rote Kanal, der hängt bei uns am D5. Der grüne Kanal, den wir über RGB YouTube 2 definieren, der hängt am D6 und der blaue Kanal am D2. Ich habe jetzt hier auf Maximum Helligkeit und so weiter verzichtet in dem Beispiel, deshalb habe ich es euch mal eben kurz in der Dokumentation gezeigt, denn ich habe jetzt gerade eh nur eine ganz billige LED-Stripe angeschlossen, die sogar für jede Farbe eine eigene LED hat. Von daher, die werde ich am Ende eh nicht produktiv nutzen. Da habe ich mich einmal verkauft, aber hier zum Zeigen des Ganzen reicht's. Ich würde sagen, wir laden das Ganze jetzt einfach mal auf die NodeMCU hoch und schauen uns das Ganze im Betrieb an. Dafür schließe ich das Ganze nochmal eben, denn wir stehen hier oben noch auf Over the Air. Wir haben die NodeMCU aber schon angeschlossen, können also jetzt hier unseren USB-Anschluss auswählen. Ganz wichtig, NodeMCU nicht am PC anschließen, sondern an dem Raspberry Pi bzw. an dem Gerät, auf dem auch euer Home Assistant läuft. Dann könnt ihr hier den USB-Anschluss auswählen, an dem eure NodeMCU hängt. Das tue ich jetzt mal. Sollte das hier nicht auftauchen, habt ihr die Möglichkeit, das ESP Home mal eben kurz neu zu starten. Das geht über Supervisor. Hier habt ihr ESP Home. Könnt dann hier sagen Restart und danach sollte spätestens der USB-Anschluss auftauchen. Ich gehe wieder nach ESP Home, wähle also jetzt den USB-Anschluss aus und sage hier einfach mal Upload. Das Ganze dauert dann ein Momentchen. So, und jetzt seht ihr, der Upload hat funktioniert. Er hat in unser WLAN verbunden und ist auch mit unserem Home Assistant verbunden. Das seht ihr hier. Home Assistant inklusive der Version mit der IP-Adresse connected successfully. Ja, und insofern können wir jetzt die NodeMCU vom Raspberry Pi wieder abziehen, stecken sie auf die Platine und binden das Ganze mal in Home Assistant ein. Ja, nach dem Schließen des Programms seht ihr hier auch schon, wir haben hier den grünen Balken bekommen. Also nochmal die Bestätigung, dass unsere NodeMCU auch wirklich schon mit unserem Home Assistant verbunden ist. ESP Home also dieses Gerät hier schon erkannt hat. Also wechseln wir jetzt in meine Übersicht, sagen hier oben Benutzeroberfläche konfigurieren und legen einmal eine neue Karte an. Hier oben suchen wir jetzt mal nach Light, also Licht. Klickt mal hier drauf und dann suchen wir jetzt mal nach RGB YouTube, genau, da ist sie schon. Wir wählen sie aus und sagen einfach mal speichern. Damit ihr das Ganze etwas besser seht, mache ich jetzt einfach mal noch irgendeine beliebige Schaltfläche daneben. So, dann haben wir diese Karte hier nämlich jetzt am rechten Rand und ich kann euch auf der linken Seite die LEDs einblenden. Wir beenden den Bearbeiten-Modus und ich schalte die LEDs einmal ein. So, und jetzt seht ihr schon, was ich meinte. Das sind ganz, ganz billige LED-Stripes. Die haben nicht mal eine LED, die drei Farben kann, sondern auf dieser Stripe sind einfach die einzelnen Farben immer abwechselnd drauf. Das heißt, die kann auch kein Weiß. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Wenn jetzt alle drei Farben an sind, dann wäre das theoretisch weiß. Ich halte jetzt mal hier kurz diese Schaltfläche gedrückt. Wenn ich dann loslasse, geht diese Zusatzkarte auf und ich kann jetzt hier die Farben auswählen. Zum Beispiel wählen wir mal Blau. Dann seht ihr, hier wechselt es auf Blau und die LEDs werden auch blau. Ich kann genauso auf Rot stellen, ich kann auf Grün stellen. Wir können genauso auch die Helligkeit regulieren. Gehen wir mal auf halbe Helligkeit oder nur auf 17%.
oder eben wieder volle Stufe. Und wenn ich jetzt sage Weiß, was eben bei mir kein Weiß ist, aber dann sind wieder alle drei LEDs an. Bei Pink müsst ihr jetzt Blau und Rot mischen, jawohl, das tut er auch. Und wenn ihr jetzt anständige RGB-LEDs hättet, dann würdet ihr auch Pink sehen und nicht eine blaue und eine rote LED. Ja, soviel zum Thema RGB-Controller für Home Assistant selber bauen und mit ESP Home einbinden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Solltet ihr doch noch irgendwelche Fragen haben, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert auch meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach, bis zum nächsten Video. Ciao!